Was geht ab, Leute? Ich bin der N28 und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Dieses Mal, ich mache wieder ein React. Deshalb stellen wir mal die Kamera um. So, ihr seht, ich habe jetzt die kleine Dancam. Steht auch hier schön im Text. Dancam klein. Also ich werde den React machen. Aber jetzt kommt es dieses Mal nicht irgendwie wieder. Sondern eher, denn ich werde auf Freizeitpark, also oder beziehungsweise Fahrgeschäft Unfälle reagieren. Erstmal, am Anfang muss ich etwas sagen. An die, die jetzt dieses Video sich anschauen und sagen, ich werde nie wieder im Fahrgeschäft fahren. Leute, die meisten dieser Videos sind im Ausland gemacht worden, wo der TÜV nicht so gut ist. In Deutschland würden die meisten dieser Unfälle niemals passieren, weil es ja etwas sehr hohe Sicherheitsstandards gibt. Die meisten Unfälle hier, die passieren nicht. Das ist wie zum Beispiel, wenn ich es, sorry, wenn es vielleicht manche triggern würde, aber ihr wisst doch, vor einigen Jahren ist doch in den USA so eine Schaukel zusammengebrochen. Ihr wisst doch, also das ist rausgeflogen. In Deutschland würde so etwas nicht passieren. Weil, man muss sich bedenken, ich war ja selber mal drüben auf dem Platz, jeden Morgen müssen die sehr früh aufstehen, um ihre Fahrgeschäfte zu warten. Also ein bisschen Wartungsarbeiten und so, jedes Mal, jeden Tag Schrauben festziehen und so. Ja, also das machen die wirklich jeden Tag. Und deshalb, Unfälle sind hier wirklich sehr selten. Ja, so. Jetzt war der Tab offen. Jetzt Vollbild. Ey, muss auch sagen. So. Ja, eigentlich sind es eher Fails. Muss ich erst mal sagen. Also eigentlich sind es eher Fails. Da oben sieht man, also das ist eine Fail Compilation. Allerdings sind da halt auch damit auch Unfälle dabei. Ja, also ich habe mir vorhin, ehrlich gesagt, schon mal ein Video angeschaut, das Ding, aber nicht das, sondern ein anderes. Und in dem zum Beispiel waren eigentlich wirklich sehr viele Unfälle und die waren nicht wirklich toll. Wie bei einem React natürlich, weil ich auch hier immer wieder auch mein Ding dazu geben, ist es ein React. Auf jeden Fall, ja. Erstens, hier kann ich schon mal sehen, anhand den ganzen Zäunen und so, das müsste wahrscheinlich die USA sein. Die Zäune, da hat es die Zäune weggehauen und den Mann dort. Den Mann da unten hat es weggehauen. Verdammt, der Arme. Ich war der Arme. Ihr müsst euch mal vorstellen. Ihr seid dort und ihr bekommt das Ding ab. Der hat das Ding abbekommen. Hier die Sitzdinger. Alter. Ja. It's a ride for thrill seekers that spun into a moment of absolute terror. Oh my god, it has actually hit them. It's hit them. Oh my god. Oh my god. Almost 200 feet above the ground and the empty chairs swing wildly out of control. Those on board feared for their lives, powerless to stop the ride as they were struck. Oh. The operators of the Sky Swing in Cardiff say the safety system worked, stopping the ride, as the wind speed above the city exceeded the maximum 10 meters. Also, das ja, das Ding mit der einen Gondel ging. Oh mein Gott. Lasst mich raten. Das Ding kracht bestimmt runter. Ich bin mir jetzt sicher. Das erstmal dreht mal. Zack, fällt das ganze Ding runter. Hab ich's nicht gesagt? Oh mein Gott. Also ganz im Ernst. Ganz im Ernst.
Die tun mir echt leid. Ja, natürlich. Ich meine, müsst euch mal vorstellen. Also wie gesagt, also das Ding gerade einfach runter. Die sind dort jetzt mehrere Dinge runtergefallen. Das ist nicht harmlos. Das ist nicht harmlos. Das tut schon weh. Dass die Bügel haben sich geöffnet. Den Typen hat's hochgeschleudert. Ja, also während der Fahrt haben sich beim Überschlag bei dem die Bügel geöffnet. Oh. Also für alle, die es nicht gesehen haben, wenn, also den einen dort hat es nach hinten geschleudert. Den hat es nach hinten geschleudert. Ja. Ich glaube, das Video habe ich schon mal gesehen. Ist es nicht der, der jetzt nach irgendwie rausgeschleudert wird oder so? War das nicht so? Genau. Weg war er. Okay. Schon sagen, das ist schon laut. Also nur so, das ist das Video selber. Ich gerade eben auch so leise und jetzt voll laut. Ja, und ja, noch mal so wie in dem vorherigen Clip. Nein, es sind natürlich nicht alles Unfälle. Ich habe ja gesagt, es ist eine Fail, aber das meiste sind halt Unfälle. Ja, gerade eben kam einer, der mal hingeflogen ist, weil es ist ein Fail. Natürlich. Aber das habe ich ja auch gesagt, eben, dass es nicht wirklich unbedingt haha ist. Weil das meiste sind halt eben Unfälle. Klar, das gerade eben, boah, zum Beispiel, aber die meisten sind Unfälle. So wie das da. Und das ist bestimmt wieder ein Fail. Das ist bestimmt kein Unfall, das ist bestimmt irgendwie ein Fail, denke ich mal. Keine Ahnung warum. Na, anschaut, dass ich jetzt irgendwie rate, was es ist. Lass es uns anschauen. Okay, also ich bin nicht so gut im Englischen. War da gerade mit der Schluss gemacht? Was hat auf jeden Fall dann habe ich recht, das ist ein Fail. Die sind in der Achterbahn und der sagt anscheinend, ich mach Schluss mit dir. Weil sie wollte, dass der mit auf die Achterbahn geht, der hat Angst vor Achterbahn. Und ja. Also, hat die recht, das ist ein Fail. Hab ich gesagt, nicht alles ist immer ein Unfall. Ja, moin. Oh,
Bali Dank. Achso, das ist das schon das Ende vom Video. Junge, aber ich das muss man nicht machen. Nein, also ich meine die ganze Zeit das Ding. Okay. Also auf jeden Fall. Das waren jetzt die Reacts. Und ja, wie der Typ das gerade gesagt hat, hit the like button und abonniert hier diesen Kanal-Dinger. ja. Natürlich werde ich das Originalvideo auch hier unten drunter schon verlinken. Klar. Muss sein. Und auf jeden Fall, ich hoffe, das hat euch irgendwie gefallen. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Denn wenn es euch gefallen hat, ja, dann seid ihr irgendwelche kranken Schweine, das ist so Sadisten oder so. Also, ja, also mich hat es wirklich schockiert. Die meisten Unfälle. Und deshalb komme ich auch mein Schlusssatz. Und zwar, auch wie man hier gesehen hat, die meisten Dinger sind halt, ja, entweder aus den USA oder aus Asien. Und das ist keine Beleidigung für die Leute. Sorry, also wie gesagt, ich liebe die USA. Ich liebe die USA. Ja, aber eure Fahrgeschäfte sind aber auch absolut scheiße. Sorry, aber es ist so. Sogar wenn ihr unsere Fahrgeschäfte bekommt, ihr macht es scheiße. Sorry, aber es ist einfach so. Ich meine, guck mal bei uns, wir haben die besten TÜV-Sicherheitsstandards. Bei uns zerbricht nie ein Fahrgeschäft. Also, nicht wirklich. Also ich habe noch nie irgendwie gesehen, dass hier bei uns irgendwie der Hip-Hop-Fly oder so zusammenbricht. Und nein, diese Unfälle sind, die sind schlimm. Natürlich sind sie schlimm. Aber ganz im Ernst, mit unseren Sicherheitsstandards hätten verhindert werden können. Ja. Die meisten von denen. Ja, also klar, wie gesagt, auch bei uns sind natürlich Unfälle auch dabei. Natürlich. Aber klar, zum Beispiel. Klar, bei uns letztens zum Beispiel gab es natürlich, also hier auf der Kirmes, nicht bei uns auf der Messe, aber ich meine hier in Deutschland, ich rede als Deutschland, gab es ja letztens einen Unfall mit dem Shaker, den Commander. Und ja, da hat das Fußdings irgendwas weggehauen. Und trotzdem stehe ich immer noch hinter denen. Weil die Betreiber können meistens nichts immer dafür. Auch nicht der Typ oder so. Niemand kann meistens bei manchen Dingen etwas dafür. Klar, es gibt auch Fälle, vor allem eben im Ausland, wo die Betreiber wirklich dafür etwas können, wenn sie ihre Fahrgeschäfte fahrlässig so betreiben. Wenn sie eben irgendwas nicht machen. Aber das ist in Deutschland nicht der Fall. In Deutschland handeln wirklich Experten. Hier handeln Experten bei den ganzen Fahrgeschäften. Und wie gesagt, die meisten Unfälle sind nicht in Deutschland. Ja. Der schlimmste Kirmesunfall, der in Deutschland passiert ist, war übrigens nicht Schuld vom Betreiber. Also wer es nicht weiß, dass der schlimmste Kirmesunfall in Deutschland war, der schlimmste Unfall in Deutschland war nämlich, als bei dem Fahrgeschäft Skylab, das war Hus Enterprise, als der hochgefahren ist, das war nicht seine Schuld, das war nicht die Schuld vom Betreiber, sondern die Schuld eines anderen Betreibers, eines anderen Fahrgeschäftes, einer Achterbahn, der nämlich sich genau um die Zeit, dass er einen neuen Motor anbringen wollte, der hat es aber auch nicht gewusst. Aber wie wollte er einen neuen Motor an seinem Fahrgeschäft, den Katapult, anbringen? Hat aber nicht bemerkt, hat nicht gewusst, dass das Skylab eine Feierabendfahrt macht und naja, der Kran oder so irgendwie raste in das Fahrgeschäft rein. Die Gondel zerriss, die Fahrgäste flogen in die Höhe. Und das war der schlimmste Unfall in Deutschland. Sonst gibt's nichts. Nur Kleinigkeiten. Ja, zum Beispiel, dass auf dem Hamburger Dom halt der Turboforce die Seile gerissen sind. Aber das ist nicht so. Oh, Tagesschatz abbricht. Nein, aber es konnte natürlich dann nicht mehr fahren, weil sonst die Seile übergepeitscht hätten, natürlich. Aber man hat es gestoppt. Das hat sehr gut.
wie gesagt, Unfälle passieren immer, immer. Also deshalb, ich sage das einfach hier und ich muss es auch sagen, als Kirmes-Fan, als jemand, der schon jahrelang auch ein Teil davon ist, ich bin kein Schausteller oder so, aber ich bin mir der Kirmes halt aufgewachsen und bin immer hier, gehe immer hier rüber und so. Und ich bin sozusagen drüben schon wie die Deko auf der Messe. Und ich sag das hier, weil ich einfach klarstellen möchte, dass sowas passieren kann. Es ist einfach so. Es passiert auch, es gibt auch Verkehrsunfälle, das ist normal. Ja. Und ich sag das halt hier an die Leute, die jetzt eben sagen, dass Fahrgeschäfte jetzt gefährlich sein und man das vielleicht da alles wegmachen oder sie nicht mehr fahren, weil es alles schon. Nee. Nehmt euch wegen diesen Videos nicht die Angst davor, ein Fahrgeschäft zu fahren. Ich meine, wie gesagt, ich habe auch viele Unfälle gesehen und trotzdem bin ich auch immer mal wieder ein paar Fahrgeschäfte gefahren. Ja, so auf jeden Fall, das war's in dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann... Ja, tschüss.